Hallihallo, ihr Lieben da draußen und ein ganz, ganz herzliches Willkommen heute hier bei D-Dream im LS22, das Nostalgie-Projekt im Farming Simulator-Universum. Wir sind natürlich wieder zu zweit unterwegs, nämlich Nicole und ich natürlich. Hallo. So, der Esel nennt sich immer zuerst. Also, wir haben jetzt uns gerade einen Schlachtplan gemacht. Der Händler hat natürlich das Ding oben hingestellt, also die hatten das noch vorrätig. Das ist ja in der DDR nicht immer ganz so gewesen, aber hier haben sie es jetzt gerade mal vorrätig gehabt. Das heißt, wir haben jetzt uns einen Plan geschmiedet, dass Laura nicht sinnlos rumsteht. Werde ich jetzt den anderen Traktor holen, da schon mal die Walze ranbasteln. Beziehungsweise könnte ich eigentlich auch den Zeddy hier nehmen. Der wäre für die Walze wahrscheinlich besser. Und wenn Laura dann nämlich hier so sinnlos rumsteht, doch rumstehen würde, weil ich es nicht schaffe abzufahren, kann die rüberspringen und schon ein bisschen walzen. So der Plan. Zwischendrin fahre ich jetzt noch mit dem W50 ganz schnell mal hoch und hol den Aufsatz ab. Ne? So machen wir das. Ja. Genau. So, gut. Perfekt. Dann fahren wir nämlich gleich mal hier rum. Und dann kriegst du den ZD ans Feld gestellt. Das ist sinnvoller, glaube ich. Jetzt haben wir das weg. Was haut ihr da schon? Die Walze weg. Du machst das schon. Ja, der kleine MTZ hier, der Russ mit der Walze, das wird Rotz, denke ich. Und die Anhänger kann ich ja dann mit dem W50 fahren. Das mache ich jetzt auch gleich. Bevor ich mit dem W50 hochfahre, bringe ich dir noch einen Anhänger wieder hin. Jo, ich bin jetzt bei 70%. Geisterfahrer, grüß dich. So, das, was wir jetzt machen, das ist absolut effizientes Arbeiten. Wir haben beim Abfahren halt wirklich das Problem, dass wir nicht genug Leute eigentlich sind, wenn man so will. Und eigentlich so eine Abfahrkette nicht unterbrochen sein darf. Ne? Ist aber natürlich, wir sind halt nur zu zweit an dem Hof hier. Ja, und da muss man halt gucken, wie man dann, wenn man jetzt gerade nicht abfährt, das effizienter macht, als rumzustehen. Du wirst gleich sehen, wie fleißig wir sind. Oh, das ist ja voll. Micha! Was? Subscribed, du alter Sack. Danke dir. Mein Lieber, sehr schön. Vielen, vielen Dank. So, gut. Pass auf. Ich komme jetzt dann gleich mit dem W50 nochmal um die Ecke. Die Dings steht bereit. Die Walze. Jo. Das heißt, du kannst, wenn du Leerstand hast, kannst du walzen gehen. Ich bin walzen. Funktioniert es? Was? Ist walzen? Geht es? Ja, ne? Ich denke, ich bin gerade erst eingestiegen. Ach so. Ja, funktioniert.
Ah, perfekto. Sehr schön. Genau, Leute, das ist Effizienz. So war die DDR. Das, also effizientes Arbeiten war in der DDR definitiv hoch angepriesen. So. So. So fleißig sind wir. Dieses Mal. Eigentlich darf in der Erntesaison der Traktor beziehungsweise auch der LKW oder auch der Häcksler oder Drescher, die dürfen nie stillstehen. Beziehungsweise auch gar nicht erst ausgemacht werden. Die hatten damals aber auch mehr Leute, das waren schon viel. Die hatten viel mehr Leute. Die hatten wahrlich viel mehr Leute, das stimmt. So, wir fahren jetzt, wie gesagt, den... Oh ja, der geht aber richtig gut. Der geht ja über 60. Wow. Whee! So, das ist natürlich geil. Dann wird es ja noch effizienter. Da kannst du schon wieder rüberrennen zum Häcksler eigentlich, wenn du so willst. So. Ja, also durch die Wiese fährt man eigentlich nicht, ne? Das ist natürlich nicht ganz so sinnvoll. Hey, Insel, welches andere spielst du denn? Ach, dort oder ein anderes? Was, Anu? Mhm. Anu, wo bist? Oder? Achso. Ach. Du hast nur Osttechnik auf deinem Hof? Ja, wir auch. Bei Stream haben wir es auch. Soll ich irgendwie wegfahren, oder? Nee. So, gut, ich bin mal oben dann beim Händler, ne? Ja. Ja, fleißig sind wir, wie verrückt sogar. So fleißig, dass hier keine Minute irgendwas stillsteht. So ist das. Also mit dem W50 macht es schon Spaß, muss ich sagen. Ja, ne? Das ist eigentlich ganz geil. Ach, den magst du auch, den W50. Ja. Gegen unseren Frontladertraktor so.
So, dann hängen wir hier den Anhänger mal ab und dann würde ich sagen, fahren wir mal hoch zum Händler. Gut, aber ersetzt halt aber auch keinen Traktor, ne? Das muss man auch wieder sagen. Das ist halt ein LKW. So ein bisschen zum Abfahren, zum Spritzen und zum Kalken. Und man könnte es sogar zum Mistfahren benutzen. Also zum Miststreuen. Na? Zum Düngen würde es auch funktionieren. Also es ist ja doch fast ein Traktor. Ja, aber sowas wie Pflügen oder das geht halt nicht. Hat schon überlegt, ob man einen Traktor raus tut und dafür noch einen W50 rein, aber das ist Quatsch. Dann lieber noch so einen neueren ZD. Also nicht den wir jetzt haben, sondern so einen anderen noch. Ja. Weil der hat wenigstens Frontladeranbau. Ja, das ist besser. Ja, den brauchen wir ja. Ja. Das müssen wir mal noch machen. Da müssen wir mal einen guten Deal mit dem Händler vereinbaren, weil der hat Lene Rode. Unser Russ oder MTZ, das ist Quatsch. Der kann wirklich, er kann nicht viel. Hat halt keine Power. So, ich bin oben beim Händler. Ah, und hier steht's auch schon bereit. Sehr geil. Ich bin voll. Mhm. Weniger trinken. Fällt immer schwer, wenn du voll bist. Das fällt aber schwer. So, geil, geiles Geschoss. Geil, 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 geil. So. Na, haben's. Genau, ich bin wieder auf dem Rückweg runter zu, ne? Ja.
Ja, mit dem Ding bist du halt schnell unterwegs, ne? Das ist fetz schon. Hat natürlich jetzt nicht die extreme Kapazität, ne? Also das muss man auch wieder sagen. Aber für unsere Zwecke, denke ich, haben wir jetzt drei Häcksel-Anhänger, sagen wir mal. Ja. Ich glaube, das passt schon. Oh, krass, 75. Oh, 75 am Feldweg. Geil. Ich glaube, ich gehe doch in E-Sports. Colin McRae. Mit LKW. Mach das da. Ich habe keine Lust, dich vom Feldweg runter zu kratzen. Mm-mm. Na, ich bin jetzt ein bisschen an der schwierigen Stelle hier. Aber haben wir gemeistert. Sehr gut. So, ich bin am Hof gleich. Ja, mit dem Zelt müssen wir bald mal tanken. Echt? Das ist aber nicht schön. Richtig schon leer, oder? Nee. Also du hast doch hier das Tanksymbol. Hallo? Ja, ich höre zu. So, und ein bisschen drüber ist es ganz wenig. Ich komme nicht mehr. Okay. Der Anzeiger. Ah, da müssen wir echt bald mal. Ein bisschen mehr als ich weiß. So, ich komme jetzt mit neuem Gerät. Bin schon auf dem Weg zu dir aufs Feld. Fahr jetzt gerade runter vom Hof. Über die Bahnschwellen fliegen? Nee, ich konzentriere mich hier gerade. Ich fahre innen an. Ah ja. Teste das mal aus. Ganz ja, was den Neues. Bei den Geräten kann man es gut austesten. Ja? Ganz was Neues. Ja. Mietet dir am besten noch ein Lenkrad und noch die Seitenkonsole und schon ist es geil. Hä? Aha. Ja. Sollst du? Warum? Als Sponsor? Na, ist klar. Ja, das Lenkrad in der Miete kostet nicht viel. Und die Seitenkonsole an sich jetzt auch nicht so sehr. Also, brauchst jetzt nicht. Ich will mir den Platz hier nicht noch so mehr zu ballern. Ja. So. Bist du schon auf dem Weg rüber zu? Nö. Ja, ich bin doch da. Ja, ich hab die Bahn nicht verpasst. Ach so, nee, warte mal. Das müssen wir anders machen. Wir müssen anders rumfahren. Wir machen es nicht. Nee, du kannst. Pass auf, machen wir mal anders. Ich fahre einmal leer. Also sprich, nehme jetzt den
den Anhänger mit, den du voll gemacht hast. Dann nimmst du erstmal den Lernanhänger, hängst den bei dir an. Ja. Und dann komme ich mit dem anderen Lernanhänger wieder und dann drehen wir um. Weil der ja einen Häckselaufsatz hat, der LKW, und der kann halt nur in eine Richtung. Das ist ich hoffe, geil! Du hast es selber gehört. Was? Ich hoffe, du hast es selber extrem gehört. Boah, extrem nett. Schade eigentlich. Ja. So, na gut, meine Lieben, aber ihr seht, wie absolut effektiv wir hier arbeiten. Also es ist wirklich der Hammer. Heute sind wir richtig effektiv. So, und wir werden die Wiese, also ihr werdet in der nächsten Folge, weil wir sind nämlich schon wieder durch, ihr werdet die Häckselaktion mit Aufsatz und mit Anhänger hinten dran und so, wenn ich nebenher fahre, ja, live mitbekommen, nämlich in der nächsten Folge. So ein kleiner Cliffhanger, kleiner Spoiler. Und mal gucken, ob das funktioniert. Ich weiß es nicht. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal ein Däumchen da. Und vielen, vielen Dank auch natürlich an die ganzen Abonnenten, die jetzt rein sind. Wir sind jetzt ja, knapp vor der 500. Freut mich sehr. Und ja, und auch vielen, vielen Dank natürlich fürs Angucken und für Liken und alles überhaupt. Ne? Freut mich sehr. Bis dahin, macht's mal gut. Wir sind erstmal raus. Tschüss und ciao.